In der Sperrzone um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl gibt es weiter Schwelbrände. Der Wind hat den Rauch bis in die Hauptstadt Kiew getrieben. Im Norden des Landes, an der Grenze zu Belarus, brennt der Wald seit Tagen. Tschernobyl liegt etwa 100 Kilometer von der 3 Millionen Einwohnermetropole Kiew entfernt. Berlin unterstützt inzwischen die Löscharbeiten. Mit deutscher Hilfe soll unter anderem ein spezielles Tanklöschfahrzeug angeschafft werden. Nur die gemauerten Schornsteine und Öfen sind übrig. Wo ein Kamin aus dem Boden ragt, da stand früher ein Haus. 39 Häuser haben die Waldbrände allein im Gebiet von Zhytomyr zerstört. Hier im Dorf Martin standen früher 30, nur 4 Häuser blieben erhalten. Wir sind gerannt um unser Leben, haben alles stehen und liegen gelassen. Ich habe nur das, was ich an mir habe, sonst nichts mehr. Feuer sind auch in den ukrainischen Wäldern nichts Ungewöhnliches. Aber dass sie so früh und heftig lodern, liegt auch am trockenen Winter. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Die Hauptstadt Kiew ist nur 100 Kilometer weiter südlich. Hier sah es gestern früh so aus. Der beißende Rauch der Waldbrände hatte die Stadt erreicht und die Furcht vor Radioaktivität, auch wenn die Messwerte laut Behördenangaben nicht erhöht waren. Denn es brennt nicht nur im Gebiet von Zhytomyr, sondern auch in der benachbarten Sperrzone von Tschernobyl. Mitte der Woche waren die Feuer so gut wie gelöscht, doch der Wind ließ erneut kleinere Brände aufflammen. Der Smog in Kiew hat nichts mit Tschernobyl zu tun. Er kommt von den großen Waldbränden im Gebiet von Zhytomyr. Wir können das mit Satellitenbildern belegen. Bei Tschernobyl gibt es auch heute Schwelbrände. Laut Behörden sei von den Feuern dort nie Gefahr ausgegangen. Umweltschützer bezweifeln das. In der vergangenen Woche seien die Brände einer radioaktiven Lagerstätte bis auf wenige Kilometer nahe gekommen.